Guten Tag und herzlich willkommen in der zweiten Bearbeitungsphase im Werkstattverfahren um das Wohn- und Geschäftsquartier in der Breiten Straße in Berlin. Mein Name ist Jo Landwehr und ich vertrete das Büro LH Architekten in Hamburg. Wir haben im September bereits unsere ersten Ideen einmal vorgestellt in Berlin und haben aus dieser Vorstellungsrunde ein paar Ideen und Anregungen bekommen, die wir nun in dieser Überarbeitung noch einmal präsentieren wollen. Dazu habe ich ein paar Folien vorbereitet, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Wir haben unseren Beitrag gemeinsam mit den Tragwerksplanern von Wetzel und von Seeth sowie den Landschaftsplanern von Treibhaus Landschaftsarchitektur erarbeitet und ich freue mich, Ihnen diese Ideen einmal zeigen zu können. Ich beginne erneut mit dieser Fotografie der historischen Bebauung der Breite Straße um die Jahrhundertwende mit ihrer kleinteiligen Struktur von Bürgerhäusern, auf die wir uns mit unserem Entwurf beziehen. Die sind vier- bis sechsgeschossig ausgeführt, haben erhöhte und gewerblich genutzte Erdgeschosse und bilden insgesamt einen repräsentativen und sehr schönen und wertigen Stadtraum aus. Im Lageplan ist zu erkennen, dass die Gebäude jeweils von zwei sehr unterschiedlichen Seiten geprägt sind. Die nordöstliche Seite ist wenig besonnt und dem Lärm der Straße ausgesetzt, während die südwestliche Seite sehr gut besonnt und zum ruhigen Innenhof orientiert ist. In der Überarbeitung haben wir insbesondere den nördlichen Innenhof nochmal überarbeitet, um auf der Decke des Erdgeschosses diesen Hof auszubilden. Dadurch gewinnt er unter Einbeziehung der benachbarten Bebauungsstruktur eine deutlich großzügigere räumliche Weite und eine bessere Belichtung für die Hofflächen. Die Gliederung der Baukörper haben wir beibehalten. Sie wird nach wie vor von den beiden Eckgebäuden für Büronutzung gebildet, zwischen denen sich fünf Wohngebäude aufreihen. Durch die unterschiedlichen Haustypen, die Nutzung, die Geschossigkeiten und auch die Geschosshöhen entsteht die Korrespondenz zum historischen Stadtgrundriss sowie die Ausbildung individueller Adressen, die uns hier sehr am Herzen liegt. Das ist in dieser Skizze ganz gut erkennbar. Die Gebäude sind durch hohe und gewerblich genutzte Erdgeschosse geprägt, über denen sich die Wohnungen und Büros befinden. Die archäologischen Fundstätten sind durch die Bogenstrukturen hier ablesbar. Im Bereich der Bögen springt die Fassade zurück und ermöglicht eine witterungsgeschützte Betrachtung der Fundstätten von außen. Dadurch entsteht ein räumlicher Zusammenhang. Also durch diese Bögen entsteht dieser räumliche Zusammenhang und eine Ablesbarkeit der Fundstätten, der sich sehr selbstverständlich zwischen Schloss und dem Archäologischen Museum wie so ein Spaziergang entwickelt. Im Untergeschoss befinden sich die Fundstätten, die wir abweichend zur ersten Phase jetzt mit weit spannenden Trägern überbauen wollen, um die Lasten der aufgehenden Bauwerke nicht zwischen den Fundstätten ableiten zu müssen und diese insofern weitestgehend unberührt erhalten bleiben können. Das Untergeschoss, wie man es hier im Plan sieht, haben wir zusätzlich so überarbeitet, dass neben der Abfahrt zu den PKW- und Fahrradstellplätzen auch die Müll- und Anlieferlogistik hier größtenteils abgewickelt werden kann. Man sieht das hier an der oberen Gebäudekante, dass da aus der Tiefgarage zugänglich so ein Logistikgang entsteht, aus dem eben sowohl Müll, aber auch Anlieferungsthemen, Fahrradstellplätze und Ähnliches erschlossen werden. Im Erdgeschoss können dadurch sehr kleinteilige Gewerbestrukturen für Cafés, Läden und Ateliers entstehen, die jeweils von der straßenabgewandten Seite logistisch erschlossen werden. Die erdgeschossige Gewerbefläche an der Neumanngasse oder an der Ecke Neumanngasse haben wir so überarbeitet, dass dort eine zweigeschossige Gastronomie unter Einbeziehung der archäologischen Fundstätten im Untergeschoss entstehen kann. Ein Eingang aus der Neumanngasse ermöglicht hier eine direkte Erschließung von außen und ein zusätzlicher barrierefreier Zugang ist über das Haupttreppenhaus in dem Bürogebäude hier ganz gut abbildbar. Eine alternativ denkbare Nutzung vielleicht für die Gastronomie wäre sowas wie ein Coworking Office, in dem die Fundstätten zu inspirierenden Arbeitswelten inszeniert werden können. Dafür gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von sehr schönen Beispielen auch. Im Bereich der Fundstätte Breite Straße 15 haben wir jetzt erdgeschossige Ateliers und um einen kleinen Werkhof geplant. Dadurch rückt der Gartenhof in das erste Obergeschoss. Gleichzeitig ist die halböffentliche Erschließung des Werkhofes
auch der Zugang zur Fundstätte. Das großzügige Treppenfoyer an dieser Stelle kann dann einerseits von den Künstlern für Ausstellungszwecke oder auch zur Erläuterung oder Inszenierung der Fundstätten genutzt werden. In den Obergeschossen haben wir den vielfältigen Wohnungsmix nochmal detailliert. Alle Wohnungen sind nach wie vor super belichtet, haben Freisitze, haben meistens mehrere, mindestens aber einen Raum zur ruhigen Innenhofseite und profitieren natürlich alle gleichermaßen von den durchgrünten Innenhöfen, der Besonderheit der archäologischen Fundstätten, aber auch dem Nachhaltigkeitskonzept dieser Gebäude. Die Treppenräume sind als erster und zweiter Rettungsweg als Sicherheitstreppenräume konzipiert und die Struktur der Brandwände, die hier nochmal in grün dargestellt sind, ermöglicht die Befensterung der Räume auch in den Ecklagen der Innenhöfe. Das war nochmal ein Anliegen aus dem Zwischenkolloquium. Im Querschnitt erkennt man nochmal den räumlichen Zusammenhang. Im Straßenbereich also die zurückversetzte und damit überdachte Glasfassade als Schaufenster zur Fundstätte, darüber aufgehend die Wohnflächen, die an den Hof anbinden. Der Hof ist durch die neue Höhenlage eben weniger verschattet und bildet mit der zukünftig südlich angrenzenden Hofbebauung hier links im Bild eine entsprechend großzügigere räumliche Szenarie. Das zeigt diese Skizze vielleicht nochmal ganz gut, die hier rechts und etwas dunkler die angrenzende Bebauungsstruktur im Zusammenhang darstellt. Im Längsschnitt kann man nochmal trotz der großen Individualität der Häuser und Grundrisse dennoch die Einfachheit der Konstruktion ganz gut erkennen. Die Decken sind alle auf gleichem Niveau und können durchgehend hergestellt werden. Das hilft natürlich bei der Wirtschaftlichkeit. Auch zur Straßenseite haben wir das Ensemble noch mal etwas vereinfacht, dadurch, dass wir auf eine Rückstaffelung der Obergeschosse in der Überarbeitung verzichtet haben. Die Ansichten sind im Maßstab dieses Beitrags weniger architektonisch als eher konzeptionell durch folgende Merkmale geprägt. Einmal durch großzügig verglaste Erdgeschossbereiche für eine vielfältige, lebendige und abends beleuchtete fußläufige Wahrnehmung. Dann durch die formale Betonung der Zugänge zu den archäologischen Fundstätten, durch die differenzierte Höhengliederung der Baukörper und die dadurch entstehende Körnung der Bebauungsstruktur und ihren Bezug zum historischen Stadtgrundriss. Die gewerblich geprägten Fassadenstrukturen der Eckbaukörper als Überleitung zu den benachbarten Gewerbestrukturen. Und für Fenster und Loggien werden jeweils gleiche Formate in differenzierenden Rhythmen vorgeschlagen, um aber doch den stadträumlichen Zusammenhang zu stärken. Der Blick auf die entstehende Dachlandschaft zeigt die geplante Nutzung der Dächer für Regenwasserretention, für Begrünung und für die Energiegewinnung durch zum Beispiel Photovoltaikelemente. Die Innenhofbereiche hingegen sollen nach wie vor begehbar und für den Aufenthalt und Kinderspielflächen hergerichtet werden. Und mit diesem Bild eines Bogens als Zugang zu dem Schaufenster in die archäologische Fundstätte würde ich mich gerne verabschieden und bedanken und freue mich auf Feedback Ihrerseits.